Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Shadi und falls ihr neu seid auf meinem Kanal, herzlich willkommen. Falls ihr schon öfter hier wart, willkommen zurück. Okay, endlich ist die Luft raus und ihr wisst, was abgeht. Ich gehe nach Australien. Das vorher eigentlich so nirgendwo gepostet oder öffentlich gemacht und so viele Leute wissen es auch gar nicht, weil ich keine Ahnung, ich wollte es einfach vorher nicht so preisgeben, weil viele Leute einem das ja auch immer schlecht reden oder was weiß ich. Und deswegen wollte ich es einfach für mich behalten und mich persönlich drüber freuen. Dennoch wollte ich aber Videos drüber drehen, beziehungsweise ja, vielleicht Fragen vom einen oder anderen beantworten. Und auch einen Vlog drehen über die Zeit, bevor ich nach Australien fliege. Den werde ich einfach unten verlinken, wenn der schon online sein wird. Wenn nicht, dann solltet ihr den Kanal hier abonnieren, damit ihr dann das folgende Video auch sehen könnt. Also, für dieses Video habe ich mir aber gedacht, dass ich erstmal einen Tag mache. Einfach um ja, euch zu erzählen, warum ich das Ganze mache, wie ich dazu gekommen bin, wo ich hingehe, was ich mache, wie meine Familie aussieht. Und all diese Dinge, also wenn euch das interessiert, I don't know what I'm doing. Aber wenn euch das Ganze interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran und ja, genießt die Zeit mit mir. Also erstmal, wo gehe ich hin? Nach Australien, wie ihr es wahrscheinlich im Titel schon gesehen habt, nach Perth. Das ist in Western Australia, also ungefähr gegenüber von Sydney, auf der anderen Seite quasi. Warum Perth? Es gibt eigentlich keinen Grund, also ich bin nicht nach dem Ort gegangen, sondern nach der Familie und ja, deshalb bin ich jetzt in Perth. Also, für die, die wissen wollen, wie ich meine Familie gefunden habe und ob ich mit oder ohne Organisation fliege. Ich habe keine Organisation gewählt. Ich mache das Ganze on my own. Meiner Meinung nach ist das irgendwie eine Geldverschwendung, mit Organisation zu fahren, aber es ist auch jedem selbst überlassen. So, wenn man gerne so die Sicherheit haben möchte oder weniger tun möchte, sag ich mal, also weniger Stress haben möchte, dann ist es voll okay, wenn man eine Organisation nimmt, aber ich wollte es halt wirklich für mich selbst machen, so. Und wie ich meine Familie gefunden habe, ist über Au Pair World. Das ist so eine Website, sowas wie Tinder oder Parship, nur für Au Pairs und Familien. Also du kannst dich da entweder als Familie anmelden und ein Profil erstellen oder eben als Au Pair. Dann gibst du ein paar Kriterien an, nach denen du suchst, beziehungsweise die du erwartest von deinem Au-pair. Und dann findest du so Matches, so Easy Find heißt das. Und dann kannst du halt auf die Familien klicken, kannst dir das Profil durchlesen, die Bilder anschauen. Und wenn dich das anspricht, dann kannst entweder du denen eine Bewerbung schicken quasi oder dir schicken Familien eine Bewerbung. Und dann ja, könnt ihr quatschen, irgendwann vielleicht skypen und irgendwann euch dann matchen und sagen, okay, wir machen das zusammen. Ich komme rüber oder du kommst zu uns, wie auch immer. Und dann kann ich mal dazu sagen, wie lange ich vorher geplant habe. Dass ich ins Ausland will, ist für mich eigentlich schon seit Jahren klar gewesen. Und es ist total strange, weil eigentlich wollte ich wirklich schon immer gefühlt ins Ausland gehen. Früher war es immer Amerika, da wollte ich ein Auslands-Highschool-Jahr machen. Das hat aber aus finanziellen Gründen nicht funktioniert. Und dann wollte ich halt gerne Work and Travel machen, nach dem Abi dann. Jetzt ist ja nach dem Abi und irgendwie habe ich plötzlich meine Pläne so geändert und das Ausland ist total in den Hintergrund gerückt und ich habe so über Ausbildungsplätze und sowas nachgedacht und wann ich anfange, wie ich es mache und so. Und dann hat mir eine Freundin geschrieben, dass sie nach Wales fliegt, als Au Pair, und dann war ich so, what? Really? Oh mein Gott, das ist voll cool. Und ich habe vorher schon immer überlegt gehabt, selber mal als Au Pair zu gehen. Da hatte ich aber noch so viele Pläne und auch, ja, da habe ich noch mal Interrail gehabt vorher und eine feste Arbeitsstelle, wo ich hin musste. Und dann dachte ich irgendwie so, jetzt eine Familie raussuchen wäre total sinnlos, weil du eh nicht gehen könntest. So, du hast noch so viele Sachen, die dich so binden. Und dadurch ist das halt, wie gesagt, alles in den Hintergrund gerückt. Und als mir meine Freundin dann geschrieben hat, dass sie geht, habe ich irgendwie so nachts im Bett gelegen und dachte so, was machst du eigentlich? Es war immer dein Traum, ins Ausland zu gehen und jetzt liegst du hier und willst irgendwie eine Ausbildung anfangen, so
Woman, what is wrong? Und dann habe ich mir wirklich in so einer Nacht- und Nebelaktion ein Profil bei Au Pair World angelegt. Und eine Woche später hatte ich meine Familie. Also ist wirklich, ist kein Witz, ich habe wirklich so schnell eine Familie gefunden. Ja, ich habe mein Profil angelegt, habe auch relativ schnell so Anfragen, also so Bewerbungen bekommen. Und auch viele Familien so gefunden, die mir gefallen haben. Und ich habe, was ich dazu sagen muss, nicht nur Australien angegeben, sondern Australien, Spanien, London wäre auch für mich okay gewesen. Oh, Mexiko habe ich noch angegeben, halt entweder Englisch oder Spanischsprachig und irgendwas, wo ich was sehen könnte. So, London hat mich von der Stadt her gereizt, Spanien, Barcelona ist bis jetzt meine Lieblingsstadt und ja, deswegen dachte ich mir so, irgendwas wird schon sein. Weil ich wollte halt, wie gesagt, eher nach der Familie gehen und dass mir die Familie gefällt als der Ort. Also natürlich war für mich wichtig, dass es irgendwie schon Großstadt ist. Und wenn ich schon nach Australien gehe oder nach Spanien, dann auf jeden Fall am Meer. Also so, das war mir wichtig. Ansonsten war mir eigentlich egal, wo in Australien oder Spanien. Und dann habe ich halt, wie gesagt, mit ein paar Familien geschrieben. Dann habe ich mit einer Familie geskypt, die kam aus London. Und ich habe mit denen geskypt und es hat mir einfach so gar nicht zugesagt. So wie die mit ihren Kindern geredet haben, wie wir uns unterhalten haben. Der Mann hat mich nicht aussprechen lassen, so. Es war ganz, ganz komisch. Und dann war ich so nach dem Gespräch irgendwie so ein bisschen down, weil ich dachte, okay, irgendwie catcht mich das jetzt doch nicht so. Und ich hatte dann aber schon noch ein anderes Skype-Gespräch abgemacht. Das war dann 3-4 Tage später oder 2-3 Tage später. Und dann habe ich mit der Frau geskypt. Das ist halt die Familie, wo ich jetzt auch hingehe, aus Perth. Und ich habe mit der geskypt und ich war so happy irgendwie. Und nach diesem Gespräch, ich habe wirklich mein Laptop zugeklappt und ich war so, oh mein Gott. Ich glaube, ich habe gerade meine Gastfamilie gefunden und ich war so happy und ohne Scheiß, ich habe mich so gefreut einfach. Obwohl wir ja noch gar nichts wirklich fest abgemacht hatten, aber ich war schon so, ich will da hin, das ist sie, das ist die Familie, wo ich hin will. Und dann haben wir noch geschrieben und ich glaube, einen Tag später haben wir dann den Contract ausgetauscht und ich habe unterschrieben, die haben unterschrieben und ja, dann war das eigentlich klar, dass es meine Familie wird. Und das Ganze ist jetzt nicht mal einen Monat her, krass, das ist nicht mal einen Monat her, heute ist der 7. Mein Profil habe ich am 6. November erstellt bei Au Pair World. Also es ist wirklich nicht mal einen Monat her, dass ich meine Au Pair Familie gefunden habe und alle Sachen ab da dann organisiert habe. Also mein Visum, internationalen Führerschein, mein Pass kontrolliert, eine Auslandskrankenversicherung, Flüge, Sparen. Ich habe ja vorher nicht wirklich gespart dafür. Ich meine, ich hatte so eine gewisse Regel, was meinen Kontostand angeht, aber ich habe nicht gespart darauf oder extra gearbeitet dafür. Ja, aber jetzt fliege ich. So, dann Frage, wie viele Kinder? Also ich passe auf 3 Kinder auf. Das sind 2 Mädchen und ein Junge, 7, 9 und 11. Und ich habe schon mit denen gesprochen und die sind auch mega süß und ich freue mich einmal. Ich glaube, die sind echt ganz lieb. Die haben auch zu meinem Geburtstag ein Video geschickt, wo sie so gesungen haben. Happy Birthday, das war auch mega süß. Ja, dann, wie ich überhaupt drauf komme, ins Ausland zu gehen als Au-pair. Also klar habe ich gesagt, dass eine Freundin von mir mir erzählt hat, dass sie geht und ich mich daraufhin dann auch wieder bei Au-pair World angemeldet habe. Aber ich hatte ja auch früher schon darüber nachgedacht, als Au-pair zu gehen. Und ich habe jetzt bis vor 2 Wochen als Nachhilfelehrerin für Flüchtlingskinder gearbeitet. Und das schon seit über einem Jahr und habe halt jeden Wochentag mit den Kids verbracht und die Nachhilfe gehabt und gespielt. Wir sind ins Rastiland gefahren, wir haben Sachen unternommen, wir sind einkaufen gegangen, halt, wir haben Kekse backen, so Kleinigkeiten und es hat mir einfach super viel Spaß gemacht und dass ich mit Kindern gut kann und ich habe viel Zeit mit Kindern verbracht, ich komme gut mit denen klar, ich habe Spaß daran, mit den Kindern zu arbeiten und einfach zu sehen, wie sie sich freuen, weil das einen selbst fröhlich macht. Und ich wollte auch einfach gerne irgendwie erstmal ankommen, wenn ich rüberfliege. Ich fliege erstmal alleine, aber ich bin nicht alleine, weil ich ja in eine Familie gehe und ein Haus habe. Und nach den 6 Monaten, ich werde sehen, was ich tue, ob ich dann noch Work and Travel mache, was auch immer. Auf jeden Fall bin ich dann schon mal in dem Land angekommen und fühle mich nicht mehr so ins kalte Wasser geworfen. Und das ist halt auch so ein Ding, warum ich gerne, ja, Au-pair machen wollte. Ja, falls jemand interessiert, wie ich wohnen werde, ich wohne in dem Haus mit meiner Family zusammen. Ich habe mein eigenes Schlafzimmer, ich teile mein Badezimmer mit den Kindern, wir haben 2 Wohnzimmer, wir haben eine große Küche, wir haben einen Pool. Was ein geiles Leben hoffentlich. Dann habe ich hier, was sind deine Ängste? Okay, also zum einen habe ich einfach Angst davor, dass ich mich eventuell mit der Familie oder den Kindern nicht so gut verstehe und irgendwie einfach merke, okay, es wird nichts. Ich meine, ich kenne mich. Wenn das der Fall sein sollte, dann würde ich mir einfach eine neue Familie suchen.
und nicht verzweifeln, aber so, es ist halt trotzdem kacke. So, ich würde einfach gerne die Familie haben und dann so, das ist es. Das wäre halt so ein Ding, wo ich halt ein bisschen Angst vor habe und dass ich, dadurch, dass ich ja lange Zeit Depressionen hatte und nicht so glücklich war in meinem Leben, habe ich einfach Angst, dass ich irgendwann mal wieder so ein kleines Tief erlebe und eben dann nicht wirklich weiß, wie ich da rauskommen soll, aber darauf angewiesen bin, so und mit den Kindern was erleben muss und Spaß haben muss und fröhlich sein und so erfüllt. So, wisst ihr, was ich meine? Also, das ist wirklich ein schwieriges Thema und es ist auch schwer zu erklären. Und das ist halt wirklich so eine Angst, die ich habe. Aber ich glaube einfach, also ich versuche positiv dem Ganzen gegenüberzustehen und ich glaube, dass ich das ganz gut hinkriegen werde. Ja, Angst vor Heimweh habe ich eigentlich irgendwie gar nicht. Ich habe eher Angst davor, dass ich eifersüchtig bin, dass meine Freunde Spaß haben ohne mich. Und ja, das sind eigentlich meine Ängste, Befürchtungen. Ansonsten habe ich eigentlich keine Ängste, außer vielleicht, dass ich ein paar Spinnen in meinem Zimmer haben werde. Oder noch schlimmer, diese 1000 Füßer. Wow. Was erwartest du von diesem Jahr? Ja, was erwarte ich eigentlich? Ich werde dahin gehen ohne große Erwartungen und werde einfach überrascht sein. So, weil ich eben nicht so denke, oh, ich muss genau das und das und das und das sehen und das erfüllen und so. Ich habe ein Mädchen kennengelernt, die geht auch als Au-pair und wir werden auf jeden Fall viel zusammen machen. Also sie hat schon super viel geplant vorher, weil sie eben auch wirklich nur diese 6 Monate bzw. 7 Monate bleibt. Und sie hat mir ihre ganzen Listen geschickt und wir haben schon so geplant, was wir für Roadtrips machen und so zusammen und so. Und ich war so, wow, mein Gott, das gibt es da und das können wir sehen und das bei uns in der Nähe ist. Aber ich hatte keine Ahnung, ich habe mich halt nicht drüber informiert. Aber ich bin ganz froh und dankbar, dass ich die liebe Janan kennengelernt habe und die mir, ja, ihre Liste geschickt hat, damit ich nicht ganz ins kalte Wasser falle. Was wirst du nicht vermissen? Oh mein Gott. Die Leute aus meiner Stadt. Halleluja, oh mein Gott. Danke, dass ich da wegkomme. Was werde ich noch nicht vermissen? Das Wetter. Echt nicht. Dass man hier nie die Sonne sieht, das werde ich auch nicht vermissen. Die Langeweile, die ich hier habe, werde ich nicht vermissen. Die Mentalität der Deutschen werde ich nicht vermissen. Was soll ich sagen? Ich werde vieles nicht vermissen. Was willst du nach dem Jahr machen? Gute Frage. I don't know. Ich würde gerne eine Ausbildung in der Mediengestaltung Bild und Ton machen, also für die Filmproduktion. Also mein Traumberuf wäre Videoproduzentin für Musikvideos und Werbespots. Das wäre so mein absolutes Ding. Aber es ist halt super schwer, ne? Naja, das steht in den Sternen jedenfalls. Ich weiß noch nicht genau, was ich mache, wenn ich wiederkomme. Ich werde es wahrscheinlich herausfinden, wenn ich unterwegs bin. Ich mache mir da einfach nicht so Sorgen. Ich glaube, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Und wenn ich mir jetzt den Kopf darüber zerbreche, wird es eh nichts ändern. So. Was willst du auf jeden Fall sehen? Weiß ich. Ein paar Sachen ja schon. Also es gibt den Pink Lake, Esperance, Lucky Bay, Ningaloo Reef, Rotten Island. Das sind so Sachen, die ich gerne sehen würde. Und auf jeden Fall möchte ich unbedingt an die Gold Coast reisen. Das ist so eins meiner absoluten Ziele. Und zwar, weil ich früher immer H2O plötzlich Meerjungfrau geguckt habe und das wirklich gesuchtet habe. Und es hat immer meine Stimmung aufgehellt, wenn das kam. Und ich war so, yes. Ja, yes, Sonne, Sommer, Meer, ja. Yes. Ich weiß, dass es an der Gold Coast gedreht wurde, deswegen will ich unbedingt an die Gold Coast. Dann noch die letzte Frage, worauf freust du dich am meisten? Ich weiß es wirklich nicht. Ich freue mich eigentlich auf alles. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Wetter, auf die Sonne, auch wenn es momentan so heiß sein soll, dass man irgendwie gar nicht rausgehen will. Ich werde wahrscheinlich viel im Pool chillen. Ich freue mich auf die Familie, ich freue mich auf die Roadtrips und auf die Leute, die ich kennenlernen werde. Ich freue mich auf die Festivals, Abende, Sonnenuntergänge, Strandbesuche, auf alles. Ich freue mich wirklich einfach auf eine geile Zeit, wirklich. Darauf freue ich mich. Ja, das war wirklich auch die letzte Frage. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten, weil ich einfach gerade so von der Seele geredet habe und nur ab und zu mal hier geschaut habe. Hier waren nämlich noch so andere Fragen, die ich irgendwie, ja, nicht so interessant fand. Aber wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir die auf jeden Fall schreiben, bei Instagram immer. Ja. Das war's. Was war das? Oh mein Gott. Wow. Ja, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da, wenn ihr mehr zu dem Thema sehen wollt. Denn ich werde versuchen, auch in Australien Vlogs zu machen und auf jeden Fall immer Travel-Videos zu den Orten, die ich besuche und wenn ich mit Freunden abhänge oder was auch immer ich mache. Und
Wir sehen uns.